IC 2221 Lübeck Hauptbahnhof nach Frankfurt Hauptbahnhof. Es ist 16:35 Uhr. Fahren Sie diesen Intercity von Lübeck Hamburg, Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof. Fahren werden wir die Baureihe 101 080-0 Polizeiberatung und ich würde sagen, wir beginnen. Zwar damit, dass wir unseren Zug aufrüsten. Zuallererst ist natürlich mal den vorne verlegen. Den Bremsschlüssel. Störung, Störung. So, machen wir hier die Lichter ein. Mein Gott, dieser Scheißbremsen, ey. Ich weiß nicht, weshalb das so ist. Das geht mir so auf den Sack. Die AFB natürlich einstellen. AFB, AFB, AFB. Die Zugsicherungssysteme. So, jetzt haben wir auch soweit. Die AFB natürlich auf 40 stellen. So, dann wären wir eigentlich soweit. Können natürlich noch Türen entriegeln, ist ja klar. Dann wären wir eigentlich soweit. Nein, die Spitze nicht dann noch einstellen. Das machen wir dann hier. So. Setzen uns wieder in unseren Sitz. Sehen, dass wir die Fernlichter anhaben, das brauchen wir auch nicht wirklich. Es reicht. Da sind wir abfahrbereit. www.polizeiberatung.de. So schützen Sie sich vor Kriminalität, Ihre Polizei. Auch sehr wichtig. So, wir verriegeln die Türen. Und dann fahren wir 56 Kilometer bis Hamburg. Oh, wir sind in Doppeltraktion. Sandwich, auch nicht schlecht. Umso besser. Wunderbar, die Funken. Einfach nur wunderschön. Die Fahrt und hinein in den Führerstand. Sifa.
So, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hatte vorhin versucht, mit dem ICE 1 zu fahren. Unmöglich. Unmöglich. Also der ist dermaßen verbuggt. Die Bremse springt einfach während der Fahrt automatisch auf volle Kanone. Dann hat er so ein komisches, dann hat er dieses FIS, was sich überhaupt nicht einstellen lässt. Also richtig, richtig komisch. Auf jeden Fall ist der IC1 im Moment total unfahrbar. Auf jeden Fall ist meine Meinung. Warum genau habe ich jetzt hier vorderen Stromabnehmer gehoben? DTG, mehr muss ich dazu nicht sagen. So, mit der Polizei nach Hamburg. Auch nicht schlecht. So, um 17 und 18 sollen wir in Hamburg sein. Bin gespannt, ob das hinhaut. Im Moment ist hier 140. Nichts von erhöhter Geschwindigkeit zu sehen, wenn uns hier ein RE entgegenkommt. Aber natürlich.
Bin gespannt, ob wir noch in die LZB kommen. Ob wir noch schneller als 140 fahren. Wunderschön, einfach wunderschön. Sifa 101 081-8. Dem Weg nach Hamburg Hauptbahnhof, beziehungsweise sein Endziel ist Frankfurt Hauptbahnhof. So, hier bei der 101 scheint dieser Bug nicht zu existieren, jedenfalls bis jetzt nicht. Also wie gesagt, wenn man den ICE 1 auswählt, ist unfahrbar. Ich meine, er lässt sich zwar fahren, man fährt auch los, aber die Bremse, die schlägt zwischendurch automatisch auf volle Stufe. Ohne dass man irgendwas macht, man fährt einfach ganz gemütlich und zack, haut einem die Bremse da vollkommen irgendwie vollkommen automatisch auf volle Stufe. Das ist wirklich nur bei der 100, bei dem ICE 1 so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei mir war es so oder ist es immer noch so. Und das ganze TSW 3 ist auch irgendwie total verbuggt, irgendwie schmiert es auch dauernd ab, stützt ab. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, was es damit auf sich hat. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Wäre auf jeden Fall sehr nice.
Moment ist das Spiel sehr, sehr instabil, muss man wirklich sagen. So, wir nähern uns Hamburg, wobei es noch 30 Kilometer sind. In gut 20 Minuten sollen wir da sein. Müsste eigentlich hinhauen. Wir hatten jetzt ja keine nennenswerten Verspätungen. Von daher sollte das eigentlich klappen. So, und die 140 scheinen hier fest zementiert zu sein, also wir kommen hier keinen Meter weiter. Beziehungsweise sieht nicht so aus, als ob wir jetzt nochmal irgendwie beschleunigen würden. Von daher denke ich mal, dass wir... Ah, es tut sich was. Allerdings nach unten. 110. Naja, dann ist das so. So, dann nehmen wir das Ganze mal an, ja. So, da steht eine RE zur Abfahrt bereit. Wunderbar. Oh, 90, um das zu sehen.
20 sind dann auch schon wieder Geschichte, so schnell geht das. Was kommt da? Ja, ein Regionalexpress. Schon der dritte, wenn ich einen Fernzug gesehen. So, gleich noch 20 Kilometer. Ist wieder eine Station. Bahnhof, ich weiß noch nicht welcher. Kann man das so sehen? Kann man leider nicht lesen. Aber eine Kamera war da. Habt ihr es gesehen? Konnte deutlich sehen, dass da eine Kamera zu sehen war. Beziehungsweise eine Kamera hing. Was ist denn jetzt los? Ach, scheiße, zu schnell. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe die 120 nicht gesehen. Ich war natürlich zu schnell. Ja, 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 ja. Türfreigabe. Türfreigabe. Ach, Scheiße. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Der ist wieder auf Null. Das war meine Schuld. Ich hab das wirklich nicht gesehen. Signal, aber hat ja auch gar nicht angezeigt. Dass man irgendwie Wasser drücken muss oder so. Naja, lassen wir das mal so stehen. Ändern kann ich sowieso nicht. Es ist passiert. Und damit muss man leben. Also. Ich werde es mir nachher im Video nochmal anschauen, ob der irgendwie angezeigt hat. Ob der irgendwie angezeigt hat, dass wir Wasser drücken müssen oder so weiter. Ich meine nicht, aber das ist nur meine Meinung. Deswegen habe ich auch nicht gesehen, dass ich dass es dazu bis auf 120 geht, aber naja. Zack, voll durchs Grün gefahren, Baumfellarbeiten. Aber das Game ist ja sowieso dermaßen verbuggt, also unnormal. Ist wirklich. Also, weiß ich nicht. Da gibt es andere Spiele, die haben noch nicht mal halb so viel Bugs. Aber trotz dessen, dass es so verbuggt ist, spielen so viele Leute.
Also scheint doch dann das Interesse größer zu sein als ja, als als die Abneigung gegen die Bugs, aber ja, es ist halt so, das Spiel ist verbuggt. Und das nicht wenig. Sifa. Dann sind es noch 16 Kilometer. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen später ankommen durch die Zwanze. Ich war gespannt, ob wir das trotzdem schaffen. 18 Minuten in 16 Kilometern, 18 Minuten. Sportlich. Wieder ein RE. Mein Gott, sind aber hier vertreten. Nicht einen Fernzug haben wir gesehen auf der ganzen Strecke. Nicht einen einzigen. Das ist auch cool, ne? Wenn man zu weit von dem Zug entfernt ist und dann wieder in den Führerstand, also die 1 drückt, um dann wieder in den Führerstand zu kommen, dass dann zwischendurch erst der Ladebildschirm kommt, ne? Ein Stück davon. Das ist echt, also ganz, ganz komisch. So, dann sind es vielleicht noch 10 Kilometer. Wunderbar. So, und 3,8 Kilometer wieder 120. Diesmal bin ich gespannt, ob der das anzeigt. Das wird er jetzt hier schon anzeigen. Das heißt. Wieso denn 500 Hertz Magnet? Rotes Signal. Was ist das denn für ein Scheiß? Wird doch gerade noch nicht angezeigt. Scheiß rote Signal muss aber kurzfristig gekommen sein. Wie haben wir denn überhaupt rot? Was ist denn da? Ach, da fährt einer auf unserem Fahrweg. Ah, das ist das Problem. So, wir dürfen wieder.
Mann, 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 Mann. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wieder rot. Wird sich nicht überschreiten. So. Mit dem roten Signal habe ich nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, wir müssen halt Wasser drücken, weil wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben. Aber ich habe das nicht als gelbes Vorsignal gesehen, also absolut nicht. Deshalb natürlich die Zwangse, weil ich für das rote Signal, für den 500 Hertz Magneten natürlich zu schnell war, ist klar. Ja, völlig berechtigt. Geht's aber ab hier. Grün. Oh, was geht denn hier ab? Sifa. Das ist noch eine Kirmes. Auch nicht schlecht. Thank you.
Seht, Riesenrad, alles vorhanden hier. War nicht schlecht. Wir sind noch lange nicht in Hamburg, noch lange nicht. Wieder rot. Kühlfreigabe, 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 Zugbeeinflussung. Wieder grün. Meine Herren. Es ist hier gerade totales Fingerspitzengefühl, gefragt. Den letzten 3,5 Kilometer. Zugbeeinflussung. Oder wieder ein Signal. Zugbeeinflussung. Kühlfreigabe. 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 Sollen wir wieder grün? Das ist gut. Wobei das nicht lange anhalten wird wahrscheinlich. In diesem Hauptsignal hier. Oder so Vorsignal. Zugbeeinflussung. Jetzt sehe ich gleich. Okay. Klein bisschen Zeit für.
Jetzt verstehe ich die 17, 18 auch, also 17 oder 18, weil mit den ganzen roten Signalen und so weiter haut das genau hin. Wahnsinn. So, dann sind wir gleich in Hamburg. Beziehungsweise sind jetzt schon, aber noch nicht am Hauptbahnhof. Gleis 8, wenn wir einfahren. Zugbeeinflussung. Da wären wir in Hamburg Hauptbahnhof. In unserer Polizei 101. Der Zug setzt sich gleich wieder in Bewegung Richtung Frankfurt. Das war's dann schon. So, haben wir Gold erhalten? Jawohl. Trotz der ganzen Zwangsen, die wir da gehabt haben, haben wir trotzdem Gold gekriegt. Das ist schön. So. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Ich sage ciao, servus und tschüss. Ich steige jetzt hier aus dem Zug aus, weil mein Job ist erledigt. Ich muss noch kurz auf den Anzeiger gucken, wie es mit diesem Zug weitergeht. Wann es weitergeht. Der fährt auf jeden Fall gleich nach Kiel, der AE. Und
Unser IC macht sich gleich auf den Weg weiter nach Frankfurt. Wenn dort noch ein Flix-Train steht, zumindest eine Lok. So. IC 2221 fährt weiter Hamburg-Harburg, Bremen, Hauptbahnhof auf Osnabrück und so weiter. Ja, das sind die Folgezüge. Fährt um 17.48 Uhr weiter. Für uns endet das auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer DDD Spieters. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.